Ich begrüße Sie herzlich. Mein Vortrag beschäftigt sich mit der aktuellen Krise, die uns seit einigen Wochen überwältigt hat. Jeden Tag bringt neue Entwicklungen, die uns noch im Februar vollkommen undenkbar gegolten haben. Auf der ganzen Welt sind die Schulen geschlossen, der öffentliche Raum ist leergefegt, die Reisen in andere Länder wurden eingestellt, ein Teil der Wirtschaft steht komplett still und die Regierungen überbieten sich in Rettungspaketen, die es in diesem Ausmaß, in dieser Größe in der Geschichte des Kapitalismus noch niemals gegeben hat. Ich will Ihnen mit meinem Vortrag einige Anregungen vermitteln, über diese Krise nachzudenken. Was ist das für eine Krise? Mit welchem Gesamtbild können wir das fassen? Wie können wir diese Krise historisch einordnen? Und was folgt daraus für eine mögliche Zukunft? Mein Vortrag hat drei Teile. Am Anfang möchte ich etwas ausführlicher Fakten und Hintergründe erzählen. Ich will auch einige Hintergründe zu der Lage der Wirtschaft erzählen. Im zweiten Teil möchte ich Ihnen ein eigenes Bild zur Krise anbieten, dass Sie darüber nachdenken. Und im dritten Teil skizziere ich kurz, wie es vielleicht weitergehen kann. Ich beginne mit dem ersten Teil mit einigen Fakten. Ich habe 6 Aspekte zusammengefasst. Erstens die Fragen der globalen Gesundheit. Zweitens die politischen Reaktionen darauf. Drittens das Geschehen auf den Finanzmärkten. Viertens der Verlauf der realen Wirtschaft. Fünftens monetäre Maßnahmen. Und sechstens finanzpolitische Maßnahmen. Das nächste Schaubild fasst das Ausmaß der Pandemie zusammen mit dem Stichtag 2. April 2020. Die Daten stammen vom Johns Hopkins University. Wir nähern uns ungefähr 1 Million nachgewiesener Infektionen und ca. 50.000 Toten. Die Kurve rechts unten zeigt den steilen Anstieg. Und die Tabelle zeigt auch, dass bisher vor allem die Länder in der nördlichen Hemisphäre betroffen hat. Das hat auch mit der Art der Ansteckung zu tun. Die Krise hat ja bekanntlich in China begonnen, in Wuhan, das ist die Hauptstadt der Provinz Hubei. Ende Dezember wurden die ersten Fälle nachgewiesen und hat dann durch die großen Reisebewegungen zu dem traditionellen Neujahrsfest, die Wanderarbeiter fahren nach Hause zu ihrer Familie, um mit ihren Eltern das Neujahr zu feiern, da hat sich dann das Virus über ganz China verbreitet und dann auch von Wuhan ausgehend in asiatische, europäische und US-Städte relativ schnell verbreitet. Am 1. März bereits wurde die aktuelle Seuche von der Weltgesundheitsorganisation als Pandemie erklärt. Für den Historiker ist interessant, dass die große Pest Mitte des 14. Jahrhunderts genau dort in dieser Provinz, nämlich in der Provinz Hubei, den Ausgangspunkt genommen hat. 1320 wurde sie zum ersten Mal nachgewiesen. Damals hat die Ausbreitung nach Europa über die Seidenstraße und auch über Schiffe 25 Jahre gedauert. Und 1348 bis 1351 war dann der Höhepunkt in Europa. Und diese Seuche hat damals ungefähr ein Drittel der damaligen Population von Europa vernichtet. Heutzutage dauert das, was damals 25 Jahre gedauert hat, 1 oder 2 oder 3 Tage. Ende Jänner hat die Seuche bereits die USA erreicht gehabt. Pro Monat sind hier alleine 900 Personen aus Wuhan eingereist, bevor dann viel zu spät die Flugreisen eingestellt wurden. Und zum Beispiel von Wuhan nach Bangkok sind in dieser Zeit
noch 15.000 Personen geflogen. Ende Jänner waren bereits 30 Städte in 26 Ländern infiziert. Und interessant ist es auch zu studieren, wer diese Seuche verbreitet hat. Das waren Managerinnen, das waren Politikerinnen, das waren zum Teil Personen aus, man müsste sagen, aus den global den Reichen und zusätzlich Arbeiter und Arbeiterinnen aus China, die anderswo wohnen und arbeiten, wie zum Beispiel chinesische Arbeiter in den Textilfabriken im reichen Norden von Italien. Eine andere Komponente könnte vielleicht das Klima sein. Das heißt, es könnte sein, dass das durch die kalten Temperaturen im Winter begünstigt wird, aber das wissen wir noch nicht genau. Es könnte auch möglich sein, dass das dann im Sommer in Afrika ist und dass es in mehreren Wellen dann wieder nach Europa zurückkehrt. Bei der spanischen Grippe, die von März 1918 bis März 1920 durch die ganze Welt gegangen ist, die hat damals ein Drittel der Weltbevölkerung erfasst und ungefähr zwischen 50 und 100 Millionen Menschen getötet. Das war mehr als im ganzen Ersten Weltkrieg. Und damals waren das 2,5 bis 5% der gesamten Weltbevölkerung. Damals gab es 4 großen Wellen. Und das nächste Schaubild, das ich aus einem Buch entnommen habe, das diese Pandemie genau erklärt, zeigt die zweite globale Welle, die vom August bis November 1918 gegangen ist. Und die dunklen Flächen zeigen die größten Todesraten an, mit Beispielen aus einzelnen Städten, die in besonderer Weise betroffen waren. Über die aktuelle Pandemie, über das Virus und über die Krankheit wissen wir medizinisch noch sehr, sehr wenig. Wie Sie wissen, gibt es keinen Impfstoff, es gibt kein wirkungsvolles Medikament. In keinem Land der Welt weiß man, wie viele Personen bereits infiziert sind. Vielleicht haben Sie das Virus schon hinter sich, vielleicht habe das ich schon hinter sich, vielleicht Ihr Nachbar, vielleicht Ihre Liebsten. Wir wissen es nicht. Die Politik tappt in einem großen Ausmaß im Dunkeln, aber sie muss handeln. Wir wissen auch nicht, wie das weitergehen wird. Ob und wie das in mehreren Wellen passieren kann, es ist möglich, ja, dass das Ganze noch Jahre dauern kann. In dieser eigenartigen Situation mit einer ungeheuren dünnen Faktenlage stehen die Verantwortlichen in jedem Land vor der schwierigen Aufgabe, wie sie auf die Situation reagieren sollen. Und zwar, sie müssen schnell reagieren, um vielleicht das Schlimmste noch zu verhindern. Es gibt ein Dutzend Strategien, in jedem Land unterschiedlich. Jede Strategie hat Vor- und Nachteile. Die gängige Strategie jetzt zum Beispiel in Deutschland und auch in Österreich ist es, der ersten Welle die Spitze zu nehmen, indem man versucht, die sozialen Kontakte, also die direkten physikalischen Kontakte, in einem hohen Ausmaß zu verhindern. Fast überall auf der Welt ist der Kontakt zwischen Personen eingeschränkt. Der Flugverkehr ist eingestellt, die Schulen sind geschlossen, viele Betriebe und Geschäfte. Man schätzt, dass ungefähr 90% aller Kinder und Jugendlichen, die im Bildungsbetrieb drinnen sind, das sind ungefähr 1,5 Milliarden Menschen, dass die vom physischen Schulbesuch ausgeschlossen sind. Anfang April sind ungefähr die Hälfte der Menschheit von irgendeiner Art von Ausgehverbot unterworfen. Zuletzt ist Indien, hat eine Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen. Und in Teilen der USA, in großen Teilen der USA, gibt es aktuell auch einen Lockdown. Ich komme zum zweiten Punkt, zu dem Hintergrund auf den Finanzmärkten. Wie haben die Börsen auf diese historisch einmalige Situation reagiert? Um das zu untersuchen, ist zuerst einmal festzuhalten, dass die Lage auf den Finanzmärkten vor Ausbruch der Seuche nicht unproblematisch gewesen ist. Es war kein Normalzustand. Und ein einfacher Indikator, mit dem man das zeigen kann, ist es, und das zeigt das nächste Chart, die Bilanzsumme der amerikanischen
Nationalbank, dem Federal Reserve System, abgekürzt spricht man von der Fed. Die amerikanische Nationalbank ist die mächtigste der Welt. Wall Street ist immer noch der mächtigste Bankplatz der Welt, neben der City of London, die zweitmächtigste. Und die meisten großen Finanzinstitute sind immer noch in den USA beheimatet. Die amerikanische Währung ist die Weltleitwährung. Wichtige Börsen, wie zum Beispiel die Börsen für Öl, die wichtigsten Wertpapiere, zum Beispiel die Staatspapiere und viele finanzielle Operationen sind im Dollarraum. Man schätzt, dass ungefähr über 60% der ausländischen Bankreserven in Dollar gehalten werden und dass ungefähr 40% der gesamten Finanzschulden der Welt in Dollar bilanziert sind. Die Fed versteht sich nun als Managerin, als Hüterin dieses globalen Dollarraums. Was die Fed macht, ist entscheidend und man könnte auch beschreiben, die Fed schafft die finanzielle Basis, die monetäre Basis für das American Empire, für das amerikanische Weltreich, das ja bekanntlich nach dem Zweiten Weltkrieg das britische Empire abgelöst hat. Und es ist angeknackst, aber immer noch in seiner Machtwirklichkeit besteht. Wenn die Fed ihre Bilanzsumme erhöht, dann können wir vermuten, dass in diesem globalen Dollarsystem eine spezifische Art von Stress aufgetreten ist, die Fed zu einem neuen Handeln veranlasst. Wenn wir uns dieses Chart ansehen von 2008, dann sehen wir den ersten großen Sprung im Jahre 2008. Vom September bis Dezember 2008 hat die Fed ihre Bilanzsumme auf über 2 Billionen Dollar mehr als verdoppelt. Auf der rechten Spalte sehen Sie Billionen Dollar. Eine Billion ist, und das habe ich im Jahre 2008 erst lernen müssen, sind 1000 Milliarden, eine unvorstellbar große Summe. Die Fed hat damals den globalen Finanzkapitalismus, der im Kern angeschlagen war und vor dem Kollaps gestanden ist, mit ungeheuer großen Summen gerettet. Die tatsächlichen Summen sind noch viel, viel höher als die in der Bilanz ausgewiesen sind. Es geht noch um zusätzliche viele Billionen, die hier nicht aufscheinen. Der sichtbare Teil dieses riesigen Rettungsprogramms wird in Fachkreisen als quantitative, als mengenmäßige Lockerung beschrieben. Im Fachausdruck spricht man von Quantitative Easing, QE. Das Chart zeigt die drei großen Wellen seit der großen Krise 2007, 2008. Im Kern werden dabei von der Zentralbank im großen Ausmaß bestimmte Wertpapiere, zum Beispiel amerikanische Staatspapiere, aufgekauft. De facto gibt es in Teilbereichen in den USA eine direkte Finanzierung der Staatsschuld durch die Zentralbank. Die Fed agiert hier relativ pragmatisch, machtbewusst. Sie kümmert sich auch nicht in die Theorie im Unterschied zu der EZB, wo man das ja ganz anders sieht. Das Programm betrifft 21 Großbanken, die mit der Fed direkt interagieren. Und der Gedanke ist, wenn die Liquidität erhöht wird durch diese Maßnahmen, dann pflanzt sich eine Kette zu den anderen Banken folgt und man kann aus diesem ganzen Dollarsystem immer der spezifische Stress, der einem genau herrscht, rausnehmen. Die ganze Zeit von 2008, also bis 2018, 19, war ja eine Zeit, in der es relativ geringen Wachstum gegeben hat und man hat geglaubt, mit diesen Programmen so das Wachstum zu stimulieren. Das ist nicht gelungen oder nicht gelungen oder nur in einem gewissen Ausmaß gelungen. Die Wirkungen von diesen riesigen Programmen waren es, die Aktienbörsen anzuheizen. Wir haben ja von März
2009 bis jetzt bis Februar 2020 einen ungeheuren hohen Flug auf den meisten Börsen gehabt. Es hat auch die Konzentration auf den im Bankensektor oder im Finanzsektor gefördert und es hat den Beitrag dazu geleistet, dass die enorme Ungleichheit im Finanzvermögen, dass die noch deutlich gestiegen ist seit der damaligen Zeit. In diesem Chart sehen wir ab 2018 eine Verflachung und seit August 2019 steigt die Kurve wieder steil an und sie weist auf ein neues Stresspotenzial hin, das vor dem Corona-Schock schon bestanden hat und auf eine besorgniserregende Weise die innere Funktionsweise des gesamten Finanzsystems betrifft, nämlich die Art, wie sich die Banken untereinander Liquidität beschaffen, zum Beispiel der Interbankenmarkt oder zum Beispiel die Repo-Märkte und so weiter. Das kann ich jetzt nicht erklären. Ich kann nur darauf hinweisen, dass es diesen Stress gegeben hat und diese ganz steile, fast vertikale Linie ganz recht. Das zeigt jetzt die Reaktionen der Fed auf die aktuelle Krise, die in einem ungeheuer großen Ausmaß passiert. Die Zukunft dieses globalen Finanzsystems ist angesichts der Bedrohung, die vor dem Corona-Schocksturm bestanden hat, durchaus ungewiss. Die Reaktion der Fed haben auch mit der Situation auf den großen Börsen zu tun und das zeigt das nächste Chart. Links sehen wir den Dow Jones, das ist ja bekanntlich der Index für die 30 größten Unternehmen in den USA. Und zwar der Dow Jones wird hier dargestellt ab dem Jahre 2017. Im Hintergrund steht ein ungeheuer Höhenflug auf den internationalen Aktienbörsen seit dem März 2009. Das geht in Wellen bis Februar 2020. Am 12. Februar war der Höhepunkt, der Allzeithöhepunkt des Dow Jones mit 29.551 Punkten. Dann geht's runter. Der erste große Absturz ist passiert am Montag, dem 9. März, ausgelöst durch einen Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland um den Ölpreis. Seither ist der Ölpreis drastisch gesunken, er war im Jänner auf 70, dann auf 50 und jetzt unter 30 Dollar pro Barrel der Marke Brent. Das ist ein Niveau, das es der amerikanischen Fracking-Industrie nicht mehr erlaubt, gewinnbringend zu produzieren. Rechts ist der DAX, die Entwicklung ist ähnlich und auf anderen Börsen war es auch. Hier haben wir auch einen ganz, ganz großen Absturz. Die Börsen handeln Zukunftserwartungen, vor allem der großen Anleger. Wenn die Kurse so deutlich niedergehen, dann erwarten sie eine Situation, auch eine wirtschaftliche Situation in den realen Sektoren, dessen Zukunftsaussichten sehr, sehr schlecht sind. Das möchte ich im nächsten Chart symbolisieren, um welche Zusammenhänge es da geht. Links sehen wir die Haushalte, rechts die Firmen, Business, in der Mitte den Staat, Government, oben den Rest der Welt, die Exporte und Importe und unten den finanziellen Sektor. Diese Sterne, diese Sonnen symbolisieren Stresspunkte und all diese Stresspunkte sind jetzt aktiviert und zwar gleichzeitig. Das meiste, denke ich, ist selbsterklärend. Zum Beispiel, wenn wir links oben hinschauen, wenn die Geschäfte geschlossen sind, wenn die Reisetätigkeit eingestellt ist, werden die Konsumenten weniger ausgeben, die Löhne und Gehälter werden weniger, weil Personal entlassen wird, viele gehen pleite und so weiter. Und das hat dann Verstärkereffekte. Und ein Stress kann ja jeden anderen Stress dann zusätzlich sozusagen antreiben. Vor kurzer Zeit hat sich die Lage auf vielen Arbeitsmärkten drastisch verschlechtert. Die Arbeitslosigkeit explodiert. In Österreich haben wir in ganz, ganz kurzer Zeit einen Sprung von 4,7 Prozentpunkten
Arbeitslosigkeit nach der offiziellen Quote auf 12,1%. In den USA ist in der Woche nach dem 19. März haben sich 3,3 Millionen Menschen als arbeitslos gemeldet. Die tatsächliche Zahl ist noch viel höher und in der Woche darauf waren es noch einmal so viel und im Augenblick sind es jetzt 6,6 Millionen. Die Arbeitslosigkeit explodiert in einem Ausmaß, das wir historisch überhaupt noch nicht gekannt haben. Historisch unbekannt sind auch die Rettungspakete von vielen Staaten, die in den letzten Tagen und in den letzten Wochen verkündet worden ist. Die sind einmalig. In der gesamten Geschichte des Kapitalismus hat es diese Größenordnungen absolut und relativ noch niemals gegeben. Die Tabelle gibt einen groben Überblick über einige wichtige Länder. Die Zahlen sind gerundet. Es geht nur darum, sozusagen so einen qualitativen Eindruck zu gewinnen. Alle Werte sind in Billionen Euro ausgewiesen. In der ersten Spalte sehen wir das Bruttoinlandsprodukt für das Jahr 2018. Das ist die Summe aller Einkommen, die in einem Jahr realisiert werden. Die zweite Spalte zeigt im Vergleich dazu die Höhe der Staatsausgaben. Das zeigt auch, welche Bedeutung der Staat besitzt. Und in der dritten Spalte jetzt diese neuen verkündeten Rettungspakete, um die Konjunktur zu stützen. In Österreich waren das in der ersten Runde 38 Milliarden, das heißt, das ist ein Wert, der bei gut bei 8% des BIP liegt. In Großbritannien haben wir ungefähr 10% und in den USA wurden in der ersten Runde ein riesiges Rettungspaket von 2 Billionen Dollar verkündet, das ist ungefähr 1,8 Billionen Euro. Das hat das Parlament schon gebilligt. Jetzt ist schon wieder von einem neuen Programm von 2 Billionen Dollar die Rede. Das sind nur die direkt budgetwirksamen Posten. Dazu kommen noch in einem hohen Ausmaß Kreditgarantien, Stützungen im Finanzbereich. In Deutschland ist es dieser neue Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF in der Höhe von 600 Milliarden Euro. In den USA soll etwas Ähnliches und das soll sozusagen eine Kreditsumme von insgesamt 6 Billionen Dollar aktivieren, ungefähr 5 Billionen Euro. Diese riesigen Rettungspakete geben einen Hinweis darauf, wie die Regierungen die aktuelle Situation einschätzen, und zwar ganz, ganz düster. Die offiziellen Prognosen geben ein besseres Bild, in Anführungszeichen. Offiziell ist es jetzt so, bei den Konjunkturforschungsinstituten in Deutschland und in Österreich zwischen -2 bis -4%. Das gilt schon als wenig, aber es ist immerhin in der Größenordnung des Konjunktureinbruchs von 2009 und das hatte dann ab 2010 die Krise der Staatsschulden in einigen Euro-Ländern zur Folge gehabt, mit ungeheuren Folgewirkungen. Die offiziellen Zahlen dienen eher der Beruhigung. Es gibt noch ganz, ganz andere Zahlen. Der Finanzkonzern JP Morgan schätzt, dass im ersten Quartal 2020 das globale BIP um 10%, im zweiten um 25% sinken wird. Ganz große Zahlen haben die Ökonomen der Fed in St. Louis für die USA prognostiziert. Sie sagen, im Jahre 2020 wird in den USA die Beschäftigung um 47 Millionen zurückgehen. Das wird einer Arbeitslosigkeit von 32% entsprechen. Die UNO hat eben bekannt gegeben, dass in Afrika das BIP um 15% sinken wird. Und sie meint, dass die Hälfte der Jobs in Afrika bedroht sind. Diese Zahlen drücken ein großes Unwissen aus. Niemand weiß, wie sich das wirklich entwickeln wird. Das hängt natürlich zentral davon ab, wie lange sind die Ausgangssperren, wann werden die Geschäfte wieder aufgesperrt, wann können die Fabriken wieder arbeiten. Es gibt auch ganz große
Negativaussagen, die größte Zahl, die ich kenne, hat der Ökonom Heiner Flassbeck vorgelegt. Er war 1998 und 1999 bekanntlich Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und später dann der Chefökonom der Entwicklungsinstitution der UNO, UNCTAD. Er meint, es wird vermutlich der Außenbetrag in Deutschland um die Hälfte sinken. Er glaubt, dass diese Sperren 4 Monate anhalten werden und kalkuliert dann für Deutschland einen Wirtschaftseinbruch von 25 Prozentpunkte. Wir wissen nicht, ob das realistisch ist. Wir können nur hoffen, dass diese Horrorszenarien nicht eintreten. Wir wissen auch nicht, wie diese riesigen Konjunkturrettungsprogramme funktionieren, ob man das verteilen kann, ob das nicht nur jetzt sozusagen die großen Industriebetriebe oder Finanzinstitutionen stützt, sondern ob das sozusagen auch beim kleinen Dienstleister ankommen kann, wie man das pragmatisch machen kann, ob das klug gemacht wird und so weiter. Nach diesen Fakten und mit diesen Hintergründen komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags. Es geht um die Deutung der Krise. Wie können wir eine so umfassende Krise deuten? Wie können wir diese vielen Zahlen in ein einfaches, stimmiges Gesamtbild übersetzen? Große Ereignisse wie der Corona-Schock kann man immer auf viele Weisen deuten. Im Augenblick gibt es einen Streit um Interpretationen. Auf der einen Seite gibt es die abstrusesten Verschwörungstheorien. Manche leugnen immer noch, dass überhaupt eine Krise vorhanden ist. Manche sagen, das ist jetzt der Beweis, dass wir unsere Kritik an der Demokratie verstärken müssen. Manche sagen umgekehrt, ja, das zeigt, das Ende des Neoliberalismus ist gekommen. Manche sprechen sogar vom Ende des Kapitalismus. Das ist alles übertrieben. Gängig ist folgende Deutung. Sie hat 5 Punkte. Erstens. Die Corona-Krise ist ein Naturereignis. Sie kommt plötzlich und unerwartet. Neoklassische Ökonomen sprechen von einem exogenen Schock. Und dieser Schock hat jetzt sozusagen mit der Funktionsweise des Wirtschaftssystems gar nichts zu tun. Zweitens, diese Krise wird nur kurz dauern. Es geht also darum, drittens, diese Krise schnell zu durchtauchen. Viertens, das wird dem Staat mit seinen Instrumenten gelingen. Und fünftens, wir werden schnell zu einem wünschenswerten Zustand zurückkehren. Und der wünschenswerte Zustand war die Situation vor der Corona-Krise. Eine solche Deutung, und ich möchte Ihnen das jetzt ein bisschen länger erzählen, ist falsch und wird verheerende Folgen mit sich bringen. Zum Ersten muss gesagt werden, dass die Corona-Krise nicht nur als Naturereignis betrachtet werden darf. Sie ist ein Naturereignis, das ist klar, aber sie ist nicht nur ein Naturereignis. Sie ist vor allem ein gesellschaftliches Ereignis. Ich möchte das mit einer Analogie deuten. Denken wir an ein Land, in dem eine Missernte auftritt. Diese Missernte ist ein Naturereignis. Muss daraus zwingend eine Hungersnot entstehen? Das muss nicht sein. Wenn es zur Hungersnot kommt, dann ist es ein Ausdruck dafür, wie dieses Land auf das Naturereignis reagiert. Das heißt, es geht darum, ob die Gesellschaft dieses Land vorbereitet ist, ob sie Vorräte angelegt hat, ob sie intern oder extern Hilfe organisieren kann. Es geht darum, welche Informationen verfügt die Bevölkerung. Stehen ausreichende finanzielle Mittel bereit? Stehen ausreichende Transportmöglichkeiten mittelbereit? Wie reagieren die Eliten? Wie reagieren die Personen, die wirtschaftliche Macht haben, die politische Macht haben? Kümmern sie sich die um die Betroffenen oder ist ihnen dieses Schicksal vollkommen egal? Das heißt, alle diese Fragen haben mit der Gesellschaft, mit der Funktionsweise der Gesellschaft zu tun. Das sind gesellschaftliche Ereignisse. Und genauso meine ich es, wenn ich sage, dass die Corona-Krise eine Krise der Gesellschaft ist. Die Qualität unserer Gesellschaft
steht auf dem Spiel. Und jetzt könnten wir jedes Land durchgehen, die ganze Welt ist betroffen, und könnten nachdenken, wie reagiert jedes Land, wie reagiert die spezifische Gesellschaft in diesem Land auf diese Krise und welche Unterschiede gibt es. Das sind wichtige Informationen, das wären auch gute Analysen, aber es ist nur ein Teil der Betrachtung, denn es handelt sich um eine globale Krise. Um sie zu verstehen, müssen wir Aspekte der globalen Gesellschaft in den Blick nehmen und wir müssen auch nachdenken, in welchen geschichtlichen Prozess, in welche geschichtliche Phase kommt diese Corona-Krise genau hinein. Mit anderen Worten, um die Corona-Krise wirklich verstehen zu können, brauchen wir ein spezifisches Bild der Gesellschaft in ihrer historischen Verordnung. Ohne ein solches Bild verstehen wir die Krise nicht. Ich möchte die Frage nach der Gesellschaft, nach dem Gesellschaftsbild im ersten Schritt an Sie zurückgeben und Sie einladen, nachzudenken, über welches spezifische Bild, über welches Konzept der Gesellschaft Sie verfügen. In welcher Gesellschaft leben Sie? Wie hat sich die Gesellschaft in den letzten Jahren verändert? Und was ist anders geworden im Abstand von Jahrzehnten? Diese Frage ist für unser Handeln von ganz, ganz entscheidender Bedeutung. Mein Bild der Gesellschaft, das ich jetzt ganz schnell skizzieren will, ist keine ausgefeilte Theorie, sondern eher ein heuristischer Rahmen, in dem ich, so glaube ich, verschiedene Phänomene sinnvoll und kohärent ordnen kann. Als Historiker und als Ökonom verstehe ich die aktuelle Gesellschaft als eine zutiefst ökonomisierte Gesellschaft. Sie hat sich zu dieser spezifischen Gesellschaftsformation ab den 70er, 80er Jahre entwickelt und in den 90er Jahren dann auch durch den Zusammenbruch des sogenannten Ostblocks dann sozusagen intensiviert. Und das ist dann in die Nullerjahre hineingegangen und diese Art von Gesellschaft hat dann diese ganz, ganz große Krise 2008 produziert. Mit ökonomisiert meine ich, dass diese Gesellschaft sich dadurch auszeichnet, dass in viel höherem Maße als früher in vielen, vielen zentralen Bereichen der Gesellschaft eine ökonomische Funktionslogik Einzug gehalten hat. Hier gelten im hohen Maße betriebswirtschaftliche Normen, Kennziffern, Logiken, Vorgaben. Die Schlagworte sind Kosten, Nutzen, Rationalität, Effizienz, Wettbewerb. Wenn ich das jetzt auf meinen Bereich übertrage, auf die Universität, dann müsste ich als ein ökonomisierter Wissenschaftler mich selbst als Unternehmer sehen. Ich müsste die Belange einer unternehmerischen Universität fördern. Ich müsste den Unterricht auf Verwertung der Studierenden ausrichten, auf ihren Berufserfolg. Ich müsste die Studierenden als Kunden beschreiben und ich müsste sagen, ich selbst bin mit meinen Ideen auf dem Marktplatz der Ideen und hier werden in einem Ausleseprozess entschieden, ob das gute Ideen sind und wenn es gute Ideen sind, dann wird es für mich monetär entlohnt oder ich kann zum Beispiel große Forschungsprojekte für die Universität an Land ziehen. Aber es geht nicht nur um die Universitäten als Beispiel aus meinem Lebensbereich, es geht praktisch um alle Sektoren der Gesellschaft und vor allen Dingen auch um die private Wirtschaft, die sich auch ökonomisiert hat. Und ein Zeichen dieser Ökonomisierung, und vielleicht können Sie das nachvollziehen in Ihrem Lebensbereich, ist, dass in vielen, vielen Bereichen die Arbeitstätigkeiten normierter, standardisierter geworden sind und dass auch der Arbeitsdruck in einem viel, viel höheren Maße stattfindet, als das früher der Fall war. Die Hetze in der Arbeit, und das kann man zeigen, hat sich in vielen Bereichen deutlich verschärft. Damit ein so großer gesellschaftlicher Trend passieren kann, muss viel passieren. Man braucht auch ein spezifisches Bild über die Wirtschaft, in dem dieser Trend sich realisieren kann. Und das Bild, das hier im Hintergrund ist, ist das Bild des Marktes,
oder beziehungsweise des globalen Marktes oder der Globalisierung, alles Ausdrücke im Singular. Der Markt ist der Leitfaden für die Politik. Die Angela Merkel hat wiederholt gesagt, das demokratische System müsse marktkonform werden. Das zentrale Ziel ist hier immer die Standardsicherung und jeder Landstrich muss sich dem unterwerfen. Dieses Bild von dem Markt hat viele, viele Facetten. Ich kann das jetzt nur, ausreichend skizzieren. Meine Kolleginnen und Kollegen von der Cusanus Hochschule haben darüber mehrere Forschungsprojekte gemacht, auch Bücher geschrieben, auf die ich jetzt sozusagen hinweisen möchte. Vereinfacht ist dieses Bild von dem Markt vor ungefähr 100 Jahren entstanden. Es hat sich zuerst in Randbereichen der Ökonomie entwickelt, ist dann ab den 70er Jahren in das Zentrum vorgerückt, hat den Keynesianismus ersetzt, hat dann die politischen Eliten zuerst in England und dann in den USA erobert und dann ab den 80er Jahren die gesamte Politik transformiert und schließlich die gesamte Gesellschaft ergriffen. Dieses Bild von dem Markt hat transformierende Wirkungen. Es dient auch ideologisch den sehr, sehr Reichen, um ihre Privilegien, um ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten rechtfertigen. Normalerweise spricht man von Neoliberalismus. Den Ausdruck, den ich bevorzuge, ist Marktfundamentalismus, weil Neoliberalismus ein sehr unscharfer Begriff ist und Marktfundamentalismus, aber auf das kann ich jetzt nicht eingehen, kann man ganz, ganz präzise definieren. Was ist das Kernproblem, wenn wir so über die Gesellschaft nachdenken und was hat das mit der Corona-Krise zu tun? Ich möchte das jetzt ganz vereinfacht im nächsten Schaubild skizzieren. Verallgemeint könnten wir Folgendes sagen. Die Wirtschaft braucht immer eine Hülle, sie braucht irgendeine Art von Rahmen, der sie umgibt. Das kann die Natur sein, das können ethische Normen sein, Kinderarbeit und Sklaverei lehnen die meisten von uns ab. Das kann die Gesellschaft in einem weiten Sinn sein, inklusive der Zivilgesellschaft, die auch für die Einhaltung von Regeln und Normen sorgt. Das können kritische Medien sein, sofern es die überhaupt gibt, und vor allem die Politik. Denn sie ist das mächtige System, also das muss man betonen, denn sie macht die Regeln. Sie bestimmt, was ist legal, was ist nicht legal, welche Art von wirtschaftlichen Tätigkeiten dürfen durchgeführt werden und welche nicht. Es geht um die Regeln für Geld, für Eigentums, für Verträge, also so ganz, ganz grundlegende Tatbestände des Wirtschaftens. Im Glauben an den Markt, für mich ist ja das ein Mythos, im Glauben an den Markt vergisst man diese Hülle, ja? Beziehungsweise baut die Hülle so um, das war ja das Zitat von Angela Merkel, man denkt so, dass diese Hülle dem Markt zu dienen hat und eigentlich dreht man die Perspektive um, man sagt, das Übergeordnete ist der Markt. Die Natur braucht man nicht beachten, die Politik hat ihm zu folgen und das ist der Markt. Er belohnt uns und bestraft uns und ihm müssen wir unser Leben unterordnen. Wir müssen unser Leben danach ausrichten. Die Politik bekommt in diesem Konzept einen zweifachen Auftrag, der durchaus widersprüchlich ist. Auf der einen Seite sagt man, die Politik muss den Markt herstellen. Die deutschen Ökonomen sagen, es muss der richtige Ordnungsrahmen gesetzt werden. Und zweitens dann, wenn dieser Rahmen gesetzt ist, sagt man, man darf in die Wirtschaft nicht mehr intervenieren, der Staat darf nicht mehr eingreifen und nur wenn zum Beispiel ein Marktversagen vorliegt. Das ist genau der Terminus. Bei all dem wird eine Negativaussage über die Politik gemacht. Es wird gesagt, die Politik könne gar nicht bindende, große bindende Normen, bindende Richtungen für den Lauf der Wirtschaft vorgeben, dazu ist sie überhaupt nicht mehr in der Lage. Und das Schlagwort, das Sie gut kennen, heißt, es gibt keine Alternative. Gemeint ist,
keine Alternative zu einer Politik, zu einer Politikform des Marktes. Dieses Konzept hat zwei große Auswirkungen. Erstens kann der Markt, beziehungsweise das, was man davon hält, auf Kosten anderer Bereiche wachsen. Sie werden ökonomisiert und bestimmte ökonomische Theorien, die sowas wie den Markt auch in ihrer Theorie haben, die werden dann zu der Leitwissenschaft der ökonomisierten Gesellschaft. Zweitens passiert Folgendes. Etwas, was man sozialen Überschuss nennen kann, wird aus der gesamten Gesellschaft sukzessive rausgepresst. Trödeln in der Arbeit ist schädlich, das muss man abstellen durch Normen und Regeln. Wenn jemand übertrieben auf seine Gesundheit achtet, dann ist es schlecht. Ja? Personelle Reserven gibt es nicht mehr, das ist eine Verschwendung. Das hat man immer dem Staat vorgeworfen, das ist alles Verschwendung. Finanziell gibt es keine Buffer. Jeder Cent muss, das sagt die ökonomische Theorie, optimal angelegt werden. Das letzte Stück Land muss ökonomisch verwertet werden. Vor allem sind aber soziale Beziehungen vorrangig Marktbeziehungen, beziehungsweise müssen als Marktbeziehungen hergestellt werden. Die gesamte Welt wird so zu einem riesigen Kalkulationsraum. Und wenn sich jetzt das globale System so transformiert, dann könnte man denken, alles wird immer rationaler und es wird immer effizienter und in einer gewissen Weise stimmt das ja auch. Aber gleichzeitig, und das wird vergessen, wird das gesamte System fragiler, verletzlicher und instabiler, weil diese Puffer, die Hülle von außen, weil das alles sozusagen zunehmend ausgedünnt wird. Der Corona-Schock zeigt, wie verletzlich das Wirtschaftssystem geworden ist, und zwar in einem globalen Maßstab. Überall gibt es zu wenig Buffer und überall zu wenig Reserven. Das viele Geld, der ungeheure Reichtum, dient nicht der Daseinsvorsorge für ein gutes Leben, für die Mehrheit der Bevölkerung. Die Haushalte und die Unternehmen leben in diesem System immer an der Kante. Und ein Einnahmensausfall, ein Ausfall von Zahlungsströmen über kurze Zeit stellt eine wirtschaftliche Bedrohung dar. Das gilt natürlich im höchsten Maße für die Armen in der dritten Welt. Für einen Taglöhner in Indien ist eine Ausgangssperre eine Drohung mit dem Hungertod, und die Armen, die werden natürlich bei uns und global, die werden die Hauptlast der Pandemie spüren. Wenn man das so betrachtet, dann ist die Corona-Krise eine Krise jener Politik, die sich an dem Markt orientiert. Eigentlich hätte dieser globale Kapitalismus viel mehr globale Regulierungen gebraucht. Das hat man niemals realisiert. Was man gemacht hat, ist eine globale Hülle, die den Wirtschaftsraum organisiert. Das sind große internationale Behörden wie die Weltbank, wie der Internationale Währungsfonds, das sind Handelsvereinbarungen, das sind eine Unzahl von vielen, vielen Regelungen, die Vertragsfreiheit, Eigentumsrechte und so weiter sicherstellen. Das ist ein funktionierendes Finanzsystem auf der logistischen Ebene, auf der operationalen Ebene, das ist sehr, sehr komplex, das funktioniert in ganz hoher Präzision und ganz, ganz schnell, aber die anderen Sachen, die soziale Ebene, die ökologische Ebene und so, das fehlt alles. Und dieses System ist durch die Corona-Krise in eine Krise gekommen, und das müsste jetzt verändert und repariert werden, und der erste Schritt könnte sein der Aufbau einer globalen Pandemiebehörde. Ich komme zum dritten und zum letzten Teil des Vortrags und unternehme einen kurzen Ausblick auf die Zukunft. Der Corona-Schock hat die Gesellschaft verändert. Die Rückkehr zu einem Normalzustand, in Anführungszeichen, vor der Krise wird es nicht mehr geben. Ich möchte ganz vereinfacht zwei Szenarien skizzieren. Das erste Szenario
ist ein Negativszenario. Es hat aber eine Wahrscheinlichkeit, dass es sich realisieren wird. Hier wird der Corona-Schock vordergründig wenig Veränderungen bringen, tatsächlich aber die politische Hülle dieses Systems grundlegend verändern. In diesem Szenario wird der Corona-Schock ähnlich wie die Finanzkrise 2007-2008 abgewickelt werden. Die damalige Finanzkrise, der Höhepunkt war Mitte September 2008, war eine interne Krise des Kapitalismus. Es ist im Zentrum gemacht worden, es ist aus dem Zentrum, hat es sich verbreitet. In einer gewissen Weise war das eine Krise von Wall Street. Diese Krise war vorrangig keine Bankenkrise, wie man oft hört, sondern eine Krise des Schattenbankensystems. Das ist ein fast genauso großes zweites Bankensystem, das mit dem regulären Bankensystem miteinander verwoben wird und das in einem hohen Maße nicht reguliert ist. Da handelt es sich um Investmentbanken, um Hedgefonds, um Spezialgesellschaften und ein großer Teil dieser Institutionen ist in Steueroasen angesiedelt. Dass dieses System so groß werden konnte, war nur dadurch möglich, durch diese ganz lange Geschichte der Deregulierung. Man hat zum Teil aktiv bestehende Regelungen abgeschafft, wie zum Beispiel in den USA wurde unter Clinton das Trennbankensystem aufgehoben. Man hat bestimmte Entwicklungen zugelassen, wie bestimmte Arten von Derivatmärkte und vor allem die Politik und die Regulierungsbehörden haben tatenlos und passiv zugesehen, wie das Finanzsystem kreativ immer neue Produkte, immer neue Instrumente erfunden hat und niemand hat nachgedacht, sind diese Produkte, sind diese Instrumente schädlich und was kann das für das Gesamtsystem machen. Dieses System ist dann an die Wand gefahren und der Kern des Systems, nämlich die Art, wie kurzfristig Kredite im Interbankenmarkt vergeben wurden, dieser Kern war bedroht. Der Kapitalismus hatte so etwas wie einen Herzstillstand erlitten. Dieser unerwartete Schock kann als Kritik für die Denkweise und für das Handeln von vielen Gruppen gedeutet werden. Das sind zum einen einmal die Politiker und Politikerinnen, die das möglich gemacht haben. Zum anderen sind das die Zentralbanken, Regulierungsbehörden, die dem tatenlos zugesehen haben. An dritter Stelle muss man die Ökonomen und Ökonominnen erwähnen, die unfähig waren, die Risiken zu sehen oder die das alles positiv gesehen haben und gefördert haben. In ähnlicher Weise Medien, die nicht kritisch berichtet haben und vor allen Dingen hier nicht die hochbezahlte Gruppe von Finanzanalysten, die besten Instrumente haben, die besten Tools haben und die das nicht mitbekommen haben, wie gefährlich dieses System ist. Natürlich war das in einem hohen Maße eine Kritik dieses Denken des Marktes, den Finanzsystem als Markt zu begreifen, und dieses Denken hat genau diese Resultate mit sich gebracht. In dieser Analyse, die ich jetzt nur kurz andeuten kann, dürfen diese erwähnten Gruppen nicht als isoliert gedachtet werden. Sie bilden ein loses Netzwerk, man könnte das nennen eine Art von Denkkollektiv, und in diesem Denkkollektiv wird auf der Handlungsebene ein System möglich, das es einer kleinen Minderheit erlaubt, ungeheure Gewinne zu machen, und dieses System operiert, forciert als ein System einer Umverteilung von stetigen Umverteilung von unten nach oben. Und wie der ganze Kapitalismus so als Umverteilungssystem funktioniert, das ist ja weitgehend unbekannt. In den USA war das ganz, ganz extrem. In den USA zum Beispiel haben sich die Reallöhne seit den 1970er Jahren nicht mehr erhöht. Das heißt, die großen Produktivitätsgewinne, die man hier realisiert haben, die sind hauptsächlich an die großen Geldgeber geflossen.
Diese Eliten, diese Gruppen waren durch die Krise 2008 im Kern erschüttert. Die G20, die Vereinigung von 19 führenden Ländern und der EU, haben bei dem sogenannten Weltfinanzgipfel, das war in Washington am 15. und 16. November 2008 und dann hat es am 1. und am 2. April in London eine Nachfolgerversammlung gegeben, die haben fest versprochen, wir werden dieses System grundlegend und nachhaltig reformieren. Im Abschlussdokument hat es damals geheißen, wir werden alle Finanzmärkte, wir werden alle Finanzprodukte, wir werden alle Finanzmarktteilnehmer einer Regulierung und einer globalen Überwachung unterwerfen. Aber das ist nicht passiert, denn kurze Zeit später war es klar, dass es keine gesellschaftliche, vor allem keine politische Gegenmacht gibt, die das eingefordert hätte. Und tatsächlich hat sich dieses System seit der damaligen Zeit im Kern wenig verändert und das Gefährdungspotenzial einer Instabilität ist im Grunde genommen sehr, sehr ähnlich hoch. Und jetzt könnte man die Frage stellen, warum hat sich das nicht verändert durch diesen Schock? Und aus dieser Frage, denke ich, können wir über den Corona-Schock lernen. Man hätte nämlich zwei Sachen verändern müssen. Erstens, tief verwurzelte Denkweisen hätten sich verändern müssen. Die Ökonomen zum Beispiel haben das nicht geschafft. Und zweitens hätte man die globale Macht anders organisieren müssen. Und genau das ist nicht passiert, weil es keine gesellschaftlichen Gegenkräfte gegeben hat. Vor allem aber hat die Politik 2008 einen zentralen Fehler begangen, der medial immer noch nicht reflektiert worden ist. Und zwar hat sie der Bevölkerung damals die Finanzkrise niemals wirklich erklärt. Sie hat nicht mit einfachen Worten, mit einfachen Bildern der Bevölkerung gesagt, was hier passiert und was man tun wird, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Die Ökonomen haben sie auch nicht unterstützt, beziehungsweise die Politik hat es nicht geschafft, auf jene kleine Minderheit in den Ökonomen zu hören, die diese Erklärung machen hätte können. Dass eine solche Erklärung möglich ist, zeigt ein historisches Beispiel vom Franklin D. Roosevelt. Der hat die Weltwirtschaftskrise 1929 damals in einfachen Bildern erklärt und genau deswegen ist er dann 1933 zum US-Präsidenten gewählt worden und hat das Bankensystem, das Finanzsystem in den USA grundlegend reformiert. Wenn man eine Krise produziert, diese Krise im Kern nicht erklärt, dann wird damit eine eigene Dynamik geschaffen und genau diese Dynamik könnte jetzt nach der Corona-Krise wieder geschehen. Um das zu sehen, müsste man vielleicht so eine historische Perspektive wählen und ganz von außen aus der Ferne auf ein fremdes System schauen. In diesem System gibt es Denkweisen, in diesem System gibt es ein komplexes Netz von Eliten, die miteinander involviert sind. Dieses System produziert eine Krise, die als solche nur den Eliten bekannt ist, aber gar nicht sozusagen der großen Masse der Bevölkerung. Und die Eliten sind erschüttert, die wollen das System ändern, weil die Änderung wäre auch in ihrem eigenen Interesse. Und nach einer kurzen Zeit merken sie, dass sie das gar nicht ändern brauchen. Und was passiert jetzt dann? Es passiert Folgendes, dass nämlich die Denkweisen, die zur Krise geführt haben, nicht schwächer werden, sondern stärker werden und dass diese Arten von Eliten, diese vielschichtigen Eliten in ihrer Macht insgesamt wachsen. Und genau dieser Prozess ist nach 2009 passiert. Die Denkweise des Marktes hat sich noch in einer höheren Weise realisiert und hier gibt's viele Entwicklungen. Das bekannteste sind die Sparpakete, diese Austerity-Politik. Und die ist dann ungefähr ab 2010, haben das gut 100 Länder auf der gesamten Welt gemacht. Überall hat man gesagt, der Staat muss in einem viel, viel höheren Maße sparen.
Die EU-Kommission hat 2009 die Kriterien, die Maastricht-Kriterien, die das Budgetdefizit begrenzen, hat es nicht gelockert, sondern es hat es verschärft. Und jetzt heißt das strukturelles Defizit. Das passiert übrigens auf abenteuerlichen oder fragwürdigen ökonomischen Modellen. Und jetzt hat eine ganz, ganz große Umdeutung passiert. Die Finanzkrise 2008, die nicht erklärt wurde, hat sich geändert zu dieser ganz, ganz laut erklärten Krise der Staatsfinanzen ungefähr ab Ende 2009. Und jetzt hat es eine Geschichte gegeben, eine einfache Erzählung. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und die Politik, Sie kennen das, die Troika, die Europäische Zentralbank, die Internationale Währungsfonds und die EU-Kommission haben das durchexerziert und das prominenteste Feld war Griechenland mit der Folge, dass hier das BIP aufsummiert auf ungefähr 25 Prozentpunkte gesunken ist. Das heißt, der erste Schock wurde durch einen zweiten Schock noch verstärkt. Genau das kann jetzt passieren. Der Corona-Schock könnte, und das ist, könnte realistisch sein, durch einen zweiten politischen Schock überlagert werden. Und jetzt geht es nicht um das Sozialsystem, um den Sozialstaat, sondern jetzt geht es um die Demokratie selbst. Dabei würde sich der ökonomische Liberalismus vom politischen Liberalismus vollends trennen, die Freiheits- und die Menschenrechte, all das steht auf dem Spiel. Und auf diesem Pfad können wir sehen, wie dann Konservative sich verändern. Wir haben hier die Beispiele von England, wir haben die Beispiele von USA, von Brasilien, von Ungarn, in Orban. Und wir sehen hier, wie sich hier eine neue politische Hülle formuliert für einen Kapitalismus, der ein autoritärer Kapitalismus ist, der die Demokratie vielleicht noch in ihren Institutionen beibehält, aber substanziell so aushöhlt, dass wir von Demokratie nicht mehr sprechen können. Ein zentrales Moment in einem solchen politischen System, das in Konturen ja schon besteht, wäre ein neuer Überwachungsstaat, den es ja schon gibt. Es gibt ja eine Art von Überwachungskapitalismus. Ich kann das Buch von Zuboff nur empfehlen zu lesen. Sie zeigt, wie die großen IT-Konzerne weltweit die personalen Rechte, unsere Datenrechte missachten, diese Daten für private Zwecke verwenden. Google ist eine riesige Auktionsplattform und das könnte sich jetzt mit neuen Überwachungstool der Staaten miteinander verwoben. Diese massiven Eingriffe, die es gegeben hat in Freiheits- und Grundrechte, würden in diesem Negativszenario nicht beseitigt, sondern beibehalten und als neue Normalität zu verankern. Und das hat natürlich den Vorteil, wenn es wirklich zu einer tiefen Wirtschaftskrise kommt, hat man, so glaubt man, bessere Instrumentarium, um mit möglichen Protesten und mit möglichen Unruhen umgehen zu können. Das zweite Szenario, und mit dem möchte ich schließen, ist ein Positivszenario. Die Zukunft ist offen. Wir wissen nicht, wie es weitergehen kann. Es gibt viele historische Beispiele dafür, dass tiefe Krisen die Chancen für etwas Neues eröffnen und dass nach der Krise eine positive Entwicklung kommt. Die spanische Grippe hat den Weg freigemacht zum Aufbau nationaler, effektiver Gesundheitsinstitutionen. Die Weltwirtschaftskrise hat den Weg freigemacht für den europäischen Sozial- und Wohlfahrtsstaat nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt auch viele, viele Beispiele, wenn wirklich eine Notlage passiert, wenn eine Überschwemmung kommt, wenn ein Erdbeben kommt, dass Menschen ungeheuer kreativ und selbstlos zusammenarbeiten, dass das Positive in den Menschen gestärkt wird und nicht das Negative. Entscheidend ist natürlich die Ebene der Politik. Angefangen mit China hat jedes Land, die Politik in jedem Land, zu spät auf die
auf die Krise reagiert, zu spät auf das Virus reagiert, aber schließlich haben sie reagiert. Und egal, wie man diese Maßnahmen einschätzt, sie haben machtvoll reagiert und sie haben gezeigt, wie handlungsmächtig der Staat immer war und immer ist. Und niemand hat gesagt, es gibt keine Alternative und man kann hier nichts machen. Und man hat auch im Namen einer Wohlfahrt für alle, im Namen von Gesundheitszielen für alle agiert, durchaus gegen die Interessen der Wirtschaft und keinesfalls in einem unmittelbaren Interesse des Marktes. Die Politik hat gezeigt in einem ganz hohen Maße, sie kann handeln, sie ist handlungsmächtig, wenn sie handeln will. Und das ist eine interessante Neuentwicklung, die viele, viele Chancen möglich macht, wenn man dieses Handeln auf neue Ziele im Sinn einer Wohlfahrt aller beziehen kann. Im Negativ-Szenario redet man nur über das Virus. Im Positiv-Szenario redet man über die Gesellschaft, wie die Gesellschaft reagiert und welche Handlungsoptionen für die Gesellschaft sich hier eröffnen. Ein Positiv-Szenario verlangt, dass in all diesem Elend, in all dieser Angst, in all diesem Leiden, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf gewisse positive Momente in der aktuellen Situation richten. Ich habe hier jetzt insgesamt 8 positive Momente aufgelistet. Erstens, diese Isoliertheit, die soziale Isoliertheit, die eingesperrt sein, das macht Stress, das macht Angst, speziell wenn die Kinder schwierig sind, wenn die Angehörigen schwierig sind. Aber gleichzeitig erleben wir auch, dass manche in dieser Auszeit das als eine entspanntere Zeit erleben. Zweitens mit einer überbordenden Kreativität in den sozialen Medien. Das heißt, dass auf einmal in kurzer Zeit Aspekte eines neuen, guten Lebens aufflackern, die vielleicht in rudimentärer Weise Handlungsorientierungen für die Zukunft eröffnen. Drittens könnte man sagen, wir erfahren neue Formen, gemeinsam über Ängste zu reden. Wenn alle Angst haben, dann braucht sich niemand in seiner Angst zu schämen. Und die geteilte Erfahrung von Angst aktiviert das Gute im Menschen, die menschlichen Seiten in uns. Das vierte ist, das kann für manche, und manche erleben das so, auch in einer globalen Perspektive passieren. Wir sind verletzbare Wesen und wir erleben uns, dass wir in einer globalen Welt das globale Schicksal miteinander teilen. Fünftens könnte man sagen, in der Krise gibt es eine neue Erfahrung von Solidarität, auch zu Fremden. Viele bleiben zu Hause, nicht um Angst um ihre eigene Gesundheit. Die Chance, dass einer von uns hier erkrankt oder zu Tode kommt, ist sehr, sehr gering. Manche sind auch den Maßnahmen der Regierung gegenüber kritisch, aber sie bleiben trotzdem zu Hause, weil sie es für die anderen tun und für die anderen generell und nicht nur für Oma und Opa. Die sechste Erfahrung ist eine nachhaltige Politisierung für viele Menschen. Die siebte Erfahrung insgesamt ist eine Auszeit. Eine Auszeit gibt die Chance, über das Leben nachzudenken, über das nachzudenken, was ist wirklich wichtig, auch über das nachzudenken, wie sollte sich die Politik, wie sollte sich die Gesellschaft verändern. Und letztens der achte Punkt ist, die Menschen erleben sich als handlungsmächtig. Wie ich selbst in meiner eigenen Ethik, in meiner eigenen Entscheidung umgehe, das kann einen Unterschied machen, das kann das Leben anderer verändern. Aber das war immer so. Das heißt, alle diese Faktoren waren immer so, jetzt erleben wir das. Entscheidend ist, ob diesen individuellen Erfahrungen auf einer politischen Ebene in Handlungsmächtigkeit umgesetzt werden können. Oder anders formuliert, ob die geteilte Erfahrung von Angst zu einem kollektiven Handeln führt. Im Positivszenario gelingt es, die positiven Momente im Corona-Schock zu einer Reflexion
über die systemischen Mängel der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik überzuführen und daraus Handlungsanleitungen zu entwickeln. Jetzt wäre die Zeit, über grundsätzliche Fragen nachzudenken. Was sind die strukturellen Mängel bestehender Systeme? Wie können wir die Wirtschaft lebensfreundlicher machen? Und zwar in einem globalen Maßstab. In einem ersten Schritt könnten wir die hygienischen Bedingungen der ganz, ganz Armen verbessern. Und das wird sozusagen schon eine große Veränderung bewirken. Mit anderen Worten, es gilt darum, kollektiv die Fehler nach 2008 zu vermeiden. Aber es gibt einen Umstand, der für dieses Szenario günstig ist, nämlich das Ausmaß der Betroffenheit. 2008 war nur eine Funktionselite betroffen. Die Mehrheit der Bevölkerung war nicht betroffen, indirekt durch die Medienberichte, aber nicht direkt, unmittelbar in ihrer Handlungswirklichkeit, auf ihrer Handlungsebene. Jetzt sind alle betroffen. Und das Beste in diesem Positiv-Szenario ist, wenn es gelingt, diese Betroffenheit in ein kollektives Handeln, in ein kollektives Nachdenken über die ökologischen Krisen umzuführen. Die Corona-Krise ist in gewisser Weise eine Krise des Umgangs mit der Natur. Im speziellen Fall, wie kommen hier wild lebende Tiere auf einen Handelsplatz, der mit anderen Handelsplätzen eng verbunden ist. Aber unabhängig von diesem aktuellen Auslöser, stehen die nächsten Pandemien vor der Tür. Und das ist, was Sie vielleicht wissen, das ist, könnte auch durch diese zunehmende Erderwärmung passieren. Der Permafrostboden taut auf. Das ist ungefähr ein Viertel der gesamten Bodenfläche der gesamten Welt. Und wenn das auftaucht, kommen große Mengen organischen Materials in die Atmosphäre, darin könnten sich auch Viren befinden, gegen denen wir schutzlos sind. Vielleicht passiert noch ein Wunder und vielleicht ist der Corona-Schock zum richtigen Zeitpunkt gekommen, dass es uns noch gelingt, die vor uns liegende Umweltkatastrophe noch abwenden zu können. Danke für das Zuhören.